meine Damen und Herren. Das war eine etwas schwere Geburt bis hierhin. Grußwort hat man normalerweise am Anfang, wir sind aber schon mitten am Tag. Gleichwohl, ein Grußwort des gastgebenden Landesverbandes, denke ich, muss sein. Und ich freue mich auch, das nun hier halten zu dürfen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, verehrte anwesende Mitglieder des Landtages aus Sachsen, aus Thüringen, aus Brandenburg, aus Hamburg, aus Bremen, aus Sachsen-Anhalt, aus Rheinland-Pfalz und aus Baden-Württemberg. Merken Sie was, die Liste wird immer länger. Überaus geschätzter Herr Staatspräsident Klaus, hochverehrte anwesende Gäste ausländischer Vertretungen, geschätzte anwesende Pressevertreter, liebe weitere Gäste und natürlich liebe Parteifreunde. Lassen Sie mich in meiner Funktion als Landessprecher, in der ich heute zu Ihnen spreche, das bin ich ja auch, des Landesverbandes Baden-Württemberg, Sie zunächst einmal in der Landeshauptstadt Stuttgart, in unserem wunderschönen Bundesland Baden-Württemberg, ganz herzlich willkommen heißen. Haben Sie herzlichen Dank, dass Sie alle gekommen sind. Wie Sie fraglos wissen werden, befinden Sie sich seit dem 13.03. auch hier im Südwesten unseres Landes inzwischen in AfD-Land. Mit 15,1% der Stimmen, das wird ja unentwegt eingeblendet, und 23 frisch gebackenen Landtagsabgeordneten stellen wir nun die drittgrößte Fraktion im neuen baden-württembergischen Land. Und die drittgrößte und nicht die viertgrößte zu sein, macht mir angesichts dieses Wahlkampfes eine besondere Freude, ich sage Ihnen. Ich sage Ihnen das nicht ohne großen Stolz auf die vielen Mitglieder unseres Landesverbandes, und das würden die Kollegen Poggenburg und Junge für die Mitglieder Ihres Landesverbandes ganz genauso sagen, die das alle mit ihrer enormen Arbeit, mit ihrem Fleiß, mit ihrer Überzeugungskraft und ihrem aus tiefer eigener Überzeugung kommenden Engagement überhaupt erst ermöglicht haben. Mehr als 809.000 Menschen haben aufgrund ihres Engagements im Wahlkampf bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg der AfD ihre Stimme gegeben. Das sind fast so viele wie in allen übrigen 7 Ländern, in denen die AfD vertreten ist. Und das ist etwas, worauf wir hier stolz sind, und ich sage das in aller Klarheit, genauso stolz können alle anderen Landesverbände auch sein. Sie wissen, der Topscorer schlechthin ist André Poggenburg mit 24,3% in Sachsen-Anhalt. Das ist sensationell. Wie auch immer, die Alternative für Deutschland ist spätestens an diesem 13.03. eine feste parlamentarische Größe in Deutschland geworden. Doch wenn wir jetzt einen Fehler nicht begehen dürfen, dann den, uns nun auf diesem ersten Lorbeer, mehr ist das nämlich nicht, auszuruhen. Nicht hier im Südwesten, noch irgendwo sonst. Es ist erst ein Beginn, liebe Parteifreunde, den wir hier erleben. Wenn auch ein außergewöhnlich guter Beginn. Eigentlich hat noch keine Partei einen besseren hingelegt. Und 7 Wochen nach den Wahlen sind wir nun hier auf diesem Mitgliederparteitag vor grandioser Kulisse einer enorm hohen Teilnehmerzahl wiederum zusammengekommen, um die Basis dafür zu schaffen, diesen Erfolg weiter zu festigen und auszubauen. Zu diesem Zweck wird sich nun der Bundesparteitag nach den Reden, die noch kommen, und das sind nur noch 2, ganz dem Inhalt widmen, nämlich dem Beschluss unseres Parteiprogramms. Die intensiven Vorarbeiten dazu in Form des uns allen vorliegenden Programmentwurfs schlagen hohe Wogen. Das Papier wird seit Wochen parteiintern wie öffentlich und medial intensiv diskutiert und übrigens auch kritisiert. Und ich kann Ihnen dazu nur sagen, das ist auch gut so. Ja. Liebe Parteifreunde, ich wurde in diesem Monat von ungezählten Journalisten gefragt, ob dieser Parteitag in Stuttgart denn wohl dem Essener Parteitag aus dem Juli 2015 ähnlich sein werde. Schließlich sei der Programmentwurf doch wohl auch ein hochumstrittener. Und ich habe immer gleich geantwortet. Ich habe erstens gesagt, einen zweiten Parteitag wie den in Essen werden wir in unserer Partei nach meiner tiefen Überzeugung nie wieder haben. Applaus
dieser Programmparteitag wird ganz sicher eher dem hocherfolgreichen Parteitag von Hannover ähneln, der weniger spektakulär war, aber hocherfolgreich, dem Besatzungsparteitag, als dem Essener Parteitag, auf dem es bekanntermaßen um ganz anderes ging. Und zweitens, und das ist mir wichtiger, ich bin heilfroh, dass wir im Vorfeld des Parteitages über den vorliegenden Programmentwurf gestritten haben und das absehbar im weiteren Verlauf dieses Parteitages auch tun werden, und zwar durchaus intensiv. Hier geht es schließlich um etwas äußerst Wichtiges, nämlich um eine längerfristige inhaltliche Positionierung unserer immer noch jungen Partei, sozusagen um die Partei-DNA, über die wir hier diskutieren und reden. Es wäre ja doch geradezu ein Bild des Jammers und höchst suspekt obendrein, wenn wir darüber nicht stritten und nicht um Formulierungen und Inhalte ringen würden. Das müssen wir tun. Mein Gruselbild eines Parteitages schlechthin ist eher so etwas wie der CDU-Parteitag vom Dezember letzten Jahres. Ja. Das war wirklich gruselig. Ein reiner Jubelparteitag war das, mit vorgestelltem 10 Minuten langem Applaus für die Parteivorsitzende, die allein die sogenannte Linie der Partei vorgibt, noch dazu eine so desaströse. So etwas, liebe Parteifreunde, soll und wird es in der AfD niemals geben. Wir sind hier doch keine CDU-Duracell-Klatschhäschen, liebe Freunde. Nein, wir pflegen den aufrechten und echten und offenen und ehrlichen demokratischen Diskurs. Und dazu gehört zwingend auch Streit und Uneinigkeit, ehe man sich dann auf eine gemeinsame Parteiposition einigt. Das ist gelebte Demokratie und das ist das, was wir hier praktizieren. Und dabei darf uns auch nicht stören, wenn man uns deswegen immer wieder Uneinigkeit, wechselseitige Distanzierung, womöglich auch Zerstrittenheit vorwirft. Man muss ja klar trennen zwischen Medienberichten, die den Teufel an die Wand malen, und den eigentlichen Vorgängen. Von wem soll allein ich mich im Laufe dieses Monats, der jetzt heute zu Ende geht, nicht schon wieder alles distanziert haben? Von Frauke Petri, von Beatrix von Storch, von Alexander Gauland, von Björn Höcke, der da sitzt. Von all denen habe ich mich angeblich distanziert. Und das stimmt alles nicht. Meinungsverschiedenheiten und die soll und die muss es geben. Das hat mit Distanzierung und übereinander herfallen und tiefer Zerstrittenheit herzlich wenig zu tun. Leider glauben das aber relativ viele Menschen. Und es sind manchmal gerade die, die der Presse kritisch gegenüberstehen, die dann aber doch fragen, was ist denn da los? Lassen Sie sich nicht beirren, wir lassen uns hier nicht auseinander dividieren. Bravo! Wir stehen vielmehr zu dem breiten Meinungsspektrum, das es in unserer Partei bekanntermaßen gibt. Und ich bin sogar, das muss ich Ihnen sagen, stolz auf unser engagiertes Ringen um die für die ganze Partei richtigen Positionen, wie wir es im weiteren Verlauf dieses Tages und wie wir es am morgigen Tag tun werden. Strategisch ist das Parteiprogramm der nächste große Schritt zu unserem Ziel, das ganz klar zu benennen ist. Wir wollen Volkspartei sein und als solche die Geschicke unseres Landes auf längere Sicht mitlenken. Das ist unser Anspruch, nicht weniger. Deutschland braucht dringender denn je eine starke politische Kraft, die drei Strömungen sinnvoll in sich vereint. Einen modernen Konservativismus, konsequente Freiheitlichkeit und einen gesunden Patriotismus, getragen von allen Bürgern guten Willens, dem das Wohl unseres Landes und seiner Menschen am Herzen liegt. Ergo muss unser Programm, das als große Klammer darüber, die ich Ihnen ein bisschen näher legen will, wenn wir dann gleich in die Details hineingehen. Unser Programm muss drei Dinge abbilden.
Es muss abbilden, dass unsere AfD eine moderne, konservative Partei ist und auch dezidiert sein will. Es muss zeigen, dass wir eine entschlossen freiheitliche Partei sind. Und es muss deutlich machen, dass wir ein unverkrampftes und natürliches Verhältnis zu einem gesunden Patriotismus Deutschlands haben. Könnten. Nun ja, das sind nur Schlagworte. Was meint er denn? Nun ist ja nicht die Gelegenheit, das in aller Breite auszuführen. Es ist ein Grußwort und da kann man nicht endlos lange sprechen. Will ich ganz wenige kurze Punkte markieren, was denn darunter zu verstehen ist. Und ich sage zuerst etwas zur AfD als konservativen Partei. Unser Ziel und ganz klar auch mein eigenes ist es, die AfD als neue konservative Größe im Land zu etablieren. Dabei geht es uns darum, gewachsene kulturelle und regionale Traditionen und bewährte Institutionen zu schützen. Konservative Politik, meine Damen und Herren, zu erstreben, heißt mitnichten rückständig oder gar reaktionär zu denken und zu handeln, wie es uns das ganze rot-grüne Mainstream-Lager unentwegt einzureden versucht. Konservativ zu sein und nicht strukturkonservativ, das sind wir nämlich nicht, geht einher mit der Offenheit für Neuerung, für aufgeklärte Modernität. Aber Konservative werden das Kind niemals mit dem Bade ausschütten. Will heißen, sie werden immer sehen und behutsam darauf achten, was bereits Gutes ist. Und sie werden das für die Nachkommen, für die Kinder und Enkel bewahren wollen in ihren politischen Entscheidungen. Das ist in dem Sprengel der Welt, in dem wir leben, sehr, sehr viel. Es ist unsere unglaublich schöne und vielfältige Sprache zum Beispiel. Sie glauben gar nicht, wie es mich nervt, auf Facebook als Politikerin geführt zu werden. Mit einem großen Wind. Womöglich wird man uns demnächst noch zwingen, sonntags morgens nicht zum Bäcker zu fahren, um Brötchen zu holen, sondern zum Backenden oder was für Absurditäten wir noch haben. Das ist Sprachvergewaltigung, was da geschieht. Und dem sollten wir alle uns in einem Akt zivilen Ungehorsams permanent widersetzen. Es ist darüber hinaus unsere große und alte, über Jahrhunderte gewachsene Kultur. Es ist unsere christlich-abendländische Prägung und es sind auch unsere bemerkenswert schönen Landschaften, meine Damen und Herren. Eine konservative Partei, die wir sind, wird hochsensibel auf Bedrohungen dieser hohen Güter reagieren. Und sie wird sich diesen Bedrohungen entschlossen widersetzen. Modern konservative Menschen werden sich zum Beispiel nicht generell gegen jede Zuwanderung aussprechen. Sie werden aber sehr wohl eine massenhafte und unkontrollierte Zuwanderung aus anderen Kulturkreisen auf gar keinen Fall hinnehmen und sich dem entschlossen widersetzen. Gescholten und geziehen bis zum geht nicht mehr, bis es schließlich alle genau das tun, was wir die ganze Zeit schon gesagt haben. Kann ich nur wieder und wieder sagen, wir wenden uns nicht gegen die Menschen, um das ganz deutlich nochmal zu machen, wir wenden uns nicht gegen die Menschen, die da zu großer Zeit sind. Das müssen wir übrigens alle wieder und wieder wiederholen, damit klar wird, dass dieses ganze Bild der Ausländerfeindlichkeit, das man uns anzuheften versucht, nichts ist als schiere Lüge und Mumpitz. Sondern wir wenden uns nicht gegen diese Menschen, sondern wir wenden uns dagegen, eine Zuwanderung in einer so großen Zahl sehenden Auges zuzulassen, dass wir unser eigenes Land, das wir ja doch bewahren wollen, schon in wenigen Jahren nicht mehr wiedererkennen werden. Das akzeptieren wir nicht und dagegen widersetzen. Hallo! Weil es gerade
gerade ein großes Thema, auch im Zusammenhang mit der Fertigstellung unseres Parteiprogramms ist. Wir werden das diskutieren in den folgenden Stunden, sei es heute, sei es morgen. Meine Damen und Herren, Religionsfreiheit ist ein hohes Gut. Und auch das ist Bestandteil unserer Kultur. Und mehrere Millionen Menschen muslimischen Glaubens in unserem Land sind ein Faktum. Und diese Menschen haben, ich sage das ganz klar, natürlich das Recht, hier ihren Glauben zu leben, wie ich ihn als Christenmensch auch lebe. Dabei wird dem konservativen Deutschen und Europäer aber zweierlei konstitutiv sein und bleiben. Nämlich erstens die dabei vollständige und unbedingte, durch nichts zu relativierende Einhaltung unserer Gesetze. Und zweitens muss klar sein, dass sich die Leitkultur dieser Weltregion und dieses Landes eben nicht, dass die Leitkultur nicht der Islam ist, sondern unsere christlich-abendländische Kultur. Meine Damen und Herren, dann kann nicht künftig hier der Ruf des Muezzin die gleiche Selbstverständlichkeit für sich beanspruchen wie das christliche Geläut von Kirchenglocken. Und zwar schlicht deswegen nicht, weil wir das in großer Mehrheit nicht wollen in diesem Land, und das zu respektieren, fordern wir Einigung von uns. Zweiter Punkt, die AfD als freiheitliche Partei. Wir wollen, neben dem Wertkonservativismus, den ich Ihnen gerade zu skizzieren mich bemüht habe, die AfD ja auch als neue freiheitliche Größe im Parteienspektrum verankern. Weil die Freiheitlichkeit ist im übrigen Parteienspektrum unter die Räder gekommen, insbesondere bei denen übrigens, die sich liberal nennen. Die verwechseln das Wort liberal gern mit beliebig. Die eigentliche Freiheitlichkeit kommt dabei unter die Räder. Die AfD bekennt sich eindeutig zu freiem Wettbewerb, sozialer Marktwirtschaft. Das sind zentrale Stichworte, die wir haben. Eigenverantwortung, Schutz des Eigentums, freie Preisbildung, Vertragsfreiheit, offene Märkte und, was am meisten gelitten hat in den letzten Jahren, klare Haftungsregeln. Ohne die geht es nämlich nicht. Übrigens, eine der Gründe, warum wir natürlich Präferenz für Mittelstand statt Großindustrie haben, die wir freilich auch nicht haben. Wir wenden uns gegen einen Staat, der seine Bürger ausbeutet, und wir treten ein für ein einfaches und gerechtes Steuersystem. Steuererhöhungen und neue Steuern lehnen wir ab. Insbesondere lehnen wir ab ein immer wieder diskutiertes Steuererhebungsrecht der Europäischen Union. Mit uns nicht. Kurs entdecken zu müssen. Aber die irren. Die AfD steht nicht auf einem neoliberalen Fundament, sondern auf einem ordoliberalen. Und dazu gehört, anders als im Neoliberalismus, ausdrücklich auch die Anerkenntnis der Existenz eines Sozialstaats. Wie er sich in Jahrzehnten des Wildwuchses in der Bundesrepublik herausgestellt hat, sondern eines schlanken Staates, der Sozialpolitik nicht mit der Gießkanne über alle und jeden ausschüttet, sondern der sich auf die Sicherung des Existenzminimums all jener beschränkt, die aus diversen Gründen zu dieser Sicherung, sei es temporär, sei es dauerhaft, nicht imstande sind. Das ist Aufgabe von Sozialpolitik und das kann unsere Marktwirtschaft leisten. Und ja, die muss aus Steuermitteln der Stärkeren, die diese Probleme glücklicherweise nicht haben, finanziert werden. Das muss sein. Und wenn wir Sozialpolitik so ausgestalten, dann geht das auch, und das wird uns auch finanziell nicht überfordern, anders als das immer kolportiert wird.
Zur Freiheitlichkeit gehört selbstverständlich auch nur zwei Stichworte wirklich in den Raum geworfen. Eine ganz entschiedene Opposition gegen das geplante Bargeldverbot. Und eine Hinwendung unseres Staates hin zu direkter Demokratie nach schweizerischem Vorbild. Das ist Freiheit. Partei, denn darin unterscheiden wir uns wirklich von allen anderen Parteien. Die anderen wollen das alle nicht, die wollen diese Futtertöpfe nicht hergeben. Wir wollen das. Zum Patriotismus. Dieses dritte Attribut ist ein besonders sensibles. Wir Deutschen haben leider immer noch so unsere Probleme damit, uns als Patrioten zu sehen. Vielleicht hier im Raum weniger, aber da draußen sehr viele. Ich bin ja schon beruhigt, dass nicht wieder Claudia Roth da draußen mitgeht, wie in Hannover und Deutschland verrecken wollen. Schön, dass sie da aber offensichtlich diesmal in Berlin geblieben ist. Es ist uns nach den schrecklichen und finsteren Jahren des Nationalsozialismus, der eine perverse und kranke Überhöhung des deutschen Nationalen, das eine seiner Grundlagen hatte, aberzogen worden, unser Vaterland zu lieben. Wie wohl nahezu alle anderen Nationen es aber doch ganz selbstverständlich tun. Es ist aber, liebe Parteifreunde, falsch, sein Land nicht zu lieben. Das darf man, das dürfen auch wir. Und wir haben gute Gründe dafür. Einen Satz des Unterkapitels des Leitantrags zum Grundsatzprogramm einmal vor. Dort heißt es wörtlich, viele werden den Satz kennen, die aktuelle Verengung der deutschen Erinnerungskultur auf die Zeit des Nationalsozialismus ist zugunsten einer erweiterten Geschichtsbetrachtung aufzubrechen, die auch die positiven, identitätsstiftenden Aspekte deutscher Geschichte mit umfasst. Dass das medial für Diskussionen gab und zu welchen abstrusen Äußerungen sich dann Gegner unserer Partei haben hinreißen lassen. Ich weiß gar nicht, was ich da für Anfragen alle beantworten musste, ob wir nun den Nationalsozialismus aus unserer Vergangenheit ausblenden wollten oder was sonst noch für einen Unfug. Ich werde das hier jetzt nicht wiederholen. Zu dieser Diskussion hier nur so viel. Gerade unser offener und schonungsloser nationaler Umgang mit der Nazizeit ist notwendig, gut und richtig. Diese geschichtliche Verantwortung haben wir. Ihr müssen wir uns stellen. Und ich finde, das tun wir als Nation glücklicherweise auch. Ich finde sogar vorbildlich. Nicht das also hier zu ändern. Wir fordern dort in dieser Textpassage allein, von der ich hoffe, dass die im Parteiprogramm drin bleibt, wir fordern dort allein, die deutsche Erinnerungskultur nicht einseitig auf diese Zeit auszurichten, sondern sie auch auf die nicht wenigen, sondern vielen positiven und identitätsstiftenden Phasen deutscher Geschichte, die es eben auch gibt, auszuweiten. Daran ist aus meiner Sicht nichts, wirklich gar nichts Verwerfliches. Das Wissen um beides, um die Verdienste wie um die Gräueltaten, ist Voraussetzung eines guten, zugleich souveränen und selbstkritischen, weltoffenen deutschen Patriotismus, wie wir ihn befürworten. Und wir sollten weltoffen sein. Nicht im Sinne eines idiotischen, zeitgeistigen Multikulti wie die anderen. Das ist komplett legitim. Das war der Weg. Aber wir sind gut beraten, den Menschen anderer Nationen und Kulturen gegenüber in der Grundeinstellung wohlwollend und offen zu begegnen. Und das tun wir auch. Zugleich dürfen wir patriotisch sein, das heißt unser Land als unsere Heimat und Kultur lieben und an ihrem Wohlergehen ein besonderes Interesse haben. Dazu gehört, als Politiker primär die Interessen des eigenen Landes und Volkes zu verfolgen, wie alle anderen. Kurzum und
ganz ungezwungen, wir sagen Ja zu Deutschland. Offen, frei und ohne jedes schlechte Gefühl. Warum sollten wir das auch haben? Liebe Parteifreunde, ich komme zum Schluss. Arbeiten wir nun also, ich wollte damit so ein bisschen mit diesen drei Adjektiven, konservativ, freiheitlich, patriotisch, herausstellen, was steht als gemeinsame, uns alle einende Klammer über diesem Parteiprogramm, an dem wir arbeiten. Mehr kann man in einem Buch für meine Begriffe nicht machen. Arbeiten wir nun also gemeinsam an diesen drei Grundpfeilern unseres neuen Programms. Hier und heute. Und geben wir Herrn Bundesjustizminister Maas. Ich verstehe das gar nicht. Ich will was völlig anderes sagen. Einmal. Geben wir Herrn Maas einmal, ein wirklich einziges Mal allerdings, völlig recht. Erstaunen Sie, er hat aber gestern etwas gesagt, dem Sie sicherlich beipflichten können. Er hat gestern verlautbaren lassen, unser Parteiprogramm sei ein Fahrplan in ein anderes Deutschland. Die AfD ist eine böse Partei, die sagt nur, wovon sie weg wollen, aber nicht, wo sie hinwollen. Ich will ganz kurz noch und mit einem einzigen Satz ergänzen, wo es auch hingehen soll, sonst heißt es wieder, dass die Gegenpartei sind wir ja gar nicht. Also weg, ich sehe, das findet breite Zustimmung im Saal, vom links-rot-grünen verseuchten, man könnte auch sagen, leicht versifften 68er. hin zu einem reifen, zu einem wirklich freien und souveränen, zu einem zugleich friedlichen und wehrhaften, zu einem sicheren und starken Nationalstaat in der Völkergemeinschaft Europas und in der Welt. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Auf die Begrüßungsansprache unserer Bundessprecherin, Frau Dr. Frauke Petri.